Deswegen haben die Sahaba radiallahu anhum, weil die einfach verstanden haben, worum es hier geht. So wie wir gerade gehört haben in der dritten Raka'a, die wir gebetet haben, letzte Seite von Surat al-Mu'minun, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Habt ihr etwa gedacht, wir haben euch aus Spaß erschaffen und ihr würdet zu uns nicht zurückkehren? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Hoch erhaben ist Allah Azzawajal darüber, dass er hier etwas aus Spaß erschafft. Einfach so erschafft. Habt ihr etwa gedacht, ihr wurdet einfach nur so? Zufall? Zum Spaß? Deswegen, liebe Geschwister, es geht hier um die Wahrheit. Es geht hier um nichts anderes als Jannah oder Jahannam. Und zwar für die Ewigkeit. Deswegen müssen wir diese Nacht auswählen in diesen Nächten, suchen danach. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im authentischen Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, في الصحيحين البخاري ومسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Du hast vielleicht nicht alle Tarawih, nicht alle Nächte gebetet, vielleicht hast du sie auch gebetet, aber vielleicht mit Khushu', mit weniger Khushu'. Geschwister, wir haben jetzt die Möglichkeit, in einer Nacht, in wenigen Minuten, die du investierst von deinem Leben, das ist gar nichts. Du lebst vielleicht 50 Jahre, 80 Jahre. Was sind diese 5 Nächte, die es sein können? Oder diese 10 Nächte? Das sind gar nichts. Aber wenn du diese Nacht betest, Imanen wa ihtisaben, mit dem Glaube an Allah und mit der Hoffnung auf seine Belohnung, du betest und du machst Tauba und du machst eine Sadaqa und du machst Istighfar und du liest Koran und dann machst du wieder Istighfar und dann machst du wieder Tauba und du machst Dua bis zum Fajr. Vielleicht in dieser eine Nacht, Allah vergibt dir deine Sünden. In diesen wenigen Minuten, subhanallah. Deswegen, liebe Geschwister, wir sollten diese Chance nicht verpassen. Wir sollen uns vorbereiten und diese Nächte nicht vornehmen. Ramadan ist dein Ticket zum Paradies, inshallah. Deswegen, die Sahaba, die haben das ganze Jahr mit Ramadan gelebt. Nicht nur Ramadan, sondern das ganze Jahr. Deswegen haben die 6 Monate danach weiter Dua gemacht. Ja Allah, akzeptiere. Ja Allah, akzeptiere. Ja Allah, akzeptiere. Und 6 Monate bevor Ramadan anfängt, oh Allah, lass uns Ramadan erreichen. Als würde alles sich nur um Ramadan. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla im Ramadan so viel gibt. So viel Barmherzigkeit, so viel Vergebung. Und Leute bewahrt vom Höllenfeuer in diesen wenigen Tagen vom Jahr. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir uns alle richtig vornehmen, diese Nächte, halas, die ersten 20 Tage Einladung hin, Einladung her. Diese Nächte, es gibt keine Einladung und keine Ausladung und gar nichts. Ich bin beschäftigt nachts. Ich habe zu tun. Tut mir leid, ich kann nicht. Inshallah nach Eid. Warum? Weil es geht nicht um ein bisschen Geld verdienen oder Erfolg, nicht Erfolg oder Doktortitel. Es geht um Jannah oder Jahannam. Darum geht's.